Ja, alle miteinander, herzlich willkommen. Ich bin mal wieder unterwegs im Auftrag der Liebe. Heute in einer wunderschönen Ecke, nämlich in Reinsdorf. Im Forsthaus bin ich heute zu Gast und ich traue heute Ali und Melissa. Und so einen kleinen Einblick möchte ich euch natürlich geben von dem, was ich mit den beiden heute vorhabe. Vorbereitung ist natürlich alles bei so einer freien Trauung. Und auch bei Ali und Melissa habe ich fleißig den Trautisch vorbereitet. Die ersten Gäste trafen inzwischen im Forsthaus in Reinsdorf ein und sie waren gespannt auf das, was kommen mag. Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, konnte die Trauung beginnen. Ali und Melissa betraten die Bühne. Was die Liebe zusammenführt, das kann selbst Corona nicht verhindern. Und in diesem Sinne treffen wir uns eben ein bisschen später, damit ihr heute eure Hochzeit so richtig feiern könnt. Das sein muss. Du hast nachgehakt. Diese Mareike, also so hattest du das zumindest verstanden, war ein ziemlich interessantes Mädel. Auch als du darauf gekommen bist, dass sie nicht Mareike, sondern Melissa heißt. Einen Umweg, den habt ihr ja schon genommen. Um den heutigen Tag endlich feiern zu können. Mit viel Enthusiasmus habt ihr seit dem Heiratsantrag damals im Whirlpool eure Hochzeit geplant. Alles lief hin auf den 4.4.2020. Und dann kam die erschütternde Nachricht. Wegen Corona dürfen nicht alle mit aufs Standesamt, aber die Hochzeitsfeier, die schien nicht in Gefahr hier im Forsthaus. Damals hattet ihr einen Plan B. Dann eben danach noch eine freie Trauung. Kurzfristig bin ich ins Spiel gekommen und ihr habt mich angerufen und ihr habt mir gesagt, wir heiraten am 4.4. Und meine Antwort war, das glaube ich nicht. Und jetzt ist aber wirklich Zeit, dass ihr Ja zueinander sagt. Und ich darf euch bitten, jetzt aufzustehen und laut und vernehmlich auf die Fragen, die ich euch jetzt stelle, mit Ja, ich will, zu antworten. Und so frage ich dich, lieber Ali, willst du deine große Liebe Melissa zu deiner Frau nehmen und Lebenspartnerin? Dann sag ja, ich will. Ja. Und jetzt frage ich dich, liebe Melissa, willst du deine große Liebe Ali zu deinem Mann nehmen und zum Lebenspartner? Ja, ich will. Ihr dürft euch jetzt erst einmal küssen, bevor ihr den Ring tauscht. Bevor ihr diesen wunderschönen Tag miteinander feiert, mit euren Gästen zusammen, möchte ich euch noch etwas über Glück und Dankbarkeit erzählen. Glücklich könnt ihr sein, dass ihr euch gefunden habt. Dankbar könnt ihr sein, dass ihr füreinander da seid. Und eins ist immer ganz wichtig, das haben wir vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten gelernt, diese Dankbarkeit dafür, dass wir gesund sind, dafür, dass wir frei sind, dass wir rausgehen können, dass wir viele, viele kleine Dinge erleben können. Und man muss sich das auch immer sehr, sehr bewusst machen, dass es gut ist, wie es ist. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die freie Trauung schon vorbei. Ali und Melissa waren glücklich. Jetzt war es an der Zeit, dass die Familie gratuliert und dass endlich gefeiert wird. Wenn auch ihr eine freie Trauungszeremonie wünscht, mit einem witzigen Redner oder einer witzigen Rednerin, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tja, so schön kann Liebe sein. Eine wunderschöne Trauung heute hier in Reinsdorf im Forsthaus.